Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur vierten Tagung Branche meets Hochschule, dieses Mal zum Thema wirtschaftlich erfolgreich im Zeitalter der Digitalisierung. Ich möchte als erstes mal recht herzlich meine Sponsoren begrüßen, den Herrn Brückle letztendlich von Geberit und den Herrn Hölker vom BDB, die diese Tagung auch ermöglicht haben. Mit Ihrer Zusage der Unterstützung. Vielen herzlichen Dank. Und ich möchte begrüßen den Herrn Professor Strecker als Vertreter unserer Hochschulleitung. Wer richtet das Ganze aus? Mein Kollege, der Herr Späth, der gerade noch bei einer Firma, zu einer Firma gefahren ist und dann nachher dazu kommt. Und ich, wir sind repräsentieren den Branchenhandel in Mosbach. Wir bilden diese gesamte Kette zum komplett eingerichteten Haus letztendlich hier mit unseren Studienprofilen ab. Begonnen beim internationalen Handel bzw. dem internationalen technischen Handel, der Holzwirtschaft, dem Branchenhandel Bau, Haustechnik, Elektro und dann dem Branchenhandel Wohnen. Und was versuchen wir letztendlich hier zu machen? Wir versuchen hier intensiv mit den Verbänden zusammenzuarbeiten, im technischen Handel halt mit dem VTH, im Holzbereich mit dem Holzhandelsverband. Wir haben dann den BDB als Unterstützer. Im Haustechnikbereich ist es dann halt über alle drei Stufen hinweg. Der VDS, eher für die Industriefirmen, dann der DGH und der heute ja auch vertreten ist mit der Frau Walk-Liebisch, die den DGH und den VEG repräsentiert. ZVSHK fürs Handwerk mit dabei und dann haben wir in dem neuen Profil, Wohnen ist ja relativ neu, inzwischen Allianz als Partner, ein Einkaufsverband der Branche, sodass der uns auch unterstützt. Das ist uns auch ganz wichtig hier, diese Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, ganz einfach, weil sie dann den Input bringen, was ist der Bedarf, was verändert sich, was müssen wir tun. Und dafür herzlichen Dank an die Verbände, dass sie das halt unterstützen und uns immer den Input geben. Wir hatten jetzt sehr stark zu kämpfen, noch ist es nicht ganz durch. Wir hoffen, dass es jetzt soweit durch ist. Das Thema Akkreditierung intern mit den Studienprofilen, dass das jetzt zu einem positiven Ende kommt. Und eine Kröte mussten wir schlucken, der internationale technische Handel, den kriegen wir so nicht durch, dafür nur den internationalen Handel und es gibt dann im Gegensatz zu dem, was wir verkündet haben im letzten Jahr, die technischen Grundlagen, wodurch dann wieder komplett der internationale technische Handel so entsteht, wie wir ihn auch vorher hatten und wie wir ihn auch dargestellt haben, nur dass es halt jetzt etwas umgewandelt wurde. Ja, damit habe ich relativ viel zu kämpfen gehabt die letzte Zeit mit diesen internen Prozeduren und ich bin froh, wenn das jetzt irgendwann endlich erfolgreich abgeschlossen ist und ich vielleicht auch wieder mehr Zeit habe für die Außenkontakte. Das als kurze Einführung nochmal zu der Tagung. Come Together haben wir, Begrüßung haben wir dann glaube ich auch und damit möchte ich dann direkt übergehen zu meinem Vortrag. Mein Vortrag ist entstanden über die Studierenden. Über die Arbeit von den Studierenden. Jetzt nicht des dritten Semesters, die gerade hier sind, sondern die jetzt halt in der Praxisphase sind und dann ins fünfte Semester kommen, im November wieder da sind. Die haben eine Befragung gemacht im Rahmen der Marktforschung, so wie jedes Jahr halt eine Befragung im Rahmen der Marktforschung dann gemacht wird im vierten Semester. Und da möchte ich die Ergebnisse jetzt einfach Ihnen vorstellen und Sie da entsprechend Ihnen zeigen, was da so ein bisschen rausgekommen ist. Wie ist die Rahmenbedingung? Damit möchte ich eigentlich anfangen.
Das ist eigentlich eine positive die letzten Jahre gewesen in der Bauwirtschaft, dass wir doch saubere Steigerungen haben von den Umsatzentwicklungen her. Auch die Beschäftigtenzahl ist insgesamt gewachsen. Ne? Ups, was macht er denn jetzt? Die Beschäftigtenzahl ist insgesamt gewachsen in den verschiedenen Bereichen, allerdings nicht so stark, wie es eigentlich nötig ist. Das heißt also, der Handwerkermangel ist allerortens, glaube ich, sichtbar. Wenn man persönlich, privat auch einen Handwerker will für irgendeine Kleinigkeit, ist es schwierig, einen zu bekommen. Das begrenzt dann das Wachstum und das begrenzt natürlich auch den Umsatz, der von den vorgelagerten Bereichen gemacht werden kann. Jedenfalls in Deutschland, die Hersteller denken natürlich sehr stark international. Aber in Deutschland ist das natürlich einfach der begrenzende Faktor inzwischen geworden. Wie entwickelt sich die Sache weiter? Natürlich muss man sich fragen, wie geht's weiter? Einige Branchen haben ja schon zu kämpfen mit dem Thema Flaute. Die aktuelle weltwirtschaftliche Lage kippt so ein bisschen. Natürlich darf man es nicht schlecht reden, so schlecht ist es nicht. Aber die Abkühlung ist teilweise schon relativ sichtbar in gewissen Bereichen. Gerade das Ländle mit sehr vielen verbrennungsorientierten, technisch orientierten Betrieben wird da natürlich auch stärker betroffen sein. Große Investitionsentscheidungen werden dadurch natürlich teilweise auch aufgeschoben. Es gibt diese weiteren Gefahren, Brexit und Handelsstreit China-USA. Wie sich das insgesamt auswirken kann, wird, weiß man nicht, aber natürlich ist ein gewisses Risiko da. So, jetzt will ich die einzelnen Bereiche durchgehen. Ich fange jetzt mal mit dem Handwerk an. Nachher fangen wir genau in der anderen Richtung an, aber wesentliche Gefahren für die Wirtschaftlichkeit von Bauunternehmen und Handwerk. Ich glaube halt, dass das ganz Wesentliche ist, dass ein Kostendruck stattfinden wird und dass die Digitalisierung auch eine Effizienzsteigerung bringen wird. Und damit natürlich, wer das nicht macht, im Handwerk auch eine Digitalisierung zu schaffen, die organisatorischen Störungen im Handwerk zu vermeiden, möglichst effizient Vormontage zu machen, Vorfertigung zu machen, der wird einfach dann nicht wettbewerbsfähig werden. Das ist ein Teil. Der andere Teil ist die gegenläufige Tendenz. Ich muss auf der Einnahmeseite meine Einnahmen optimieren. Das heißt also, ich muss schauen, dass ich positive Kundensegmente besetze als Handwerker, wenn ich als Subunternehmer fünfte Ordnung, als Sub letztendlich dann agiere, dann ist klar, dass ich davon meistens nicht ordentlich leben kann, was natürlich dann das Problem der Qualität wieder ist auf verschiedenen Baustellen, Großbaustellen. Natürlich Effizienz, das eine. Das Thema, was ich dann noch im Griff haben muss, ist das Thema Mitarbeiter als Handwerker. Wir haben da halt einfach den Mitarbeitermangel. Das Handwerk ist nicht attraktiv bei jungen Leuten. Und dementsprechend finden wir keine Mitarbeiter. Oben die Jahrgänge rutschen irgendwann raus und unten kommt wenig nach. Und im Handwerk stimmen dann die Mitarbeiter halt mit den Füßen ab und laufen halt woanders hin. Es gibt genügend Arbeitsplätze. Sie finden ja jederzeit eine Chance, irgendwo unterzukommen. Und das ist natürlich das Risiko für jeden Handwerksbetrieb, wenn ich nicht Mitarbeiterzufriedenheit priorisiere, wenn ich die nicht schaffe, teilweise über Exkursionen, gemeinsame Freizeitveranstaltungen und so weiter, die ich finanziere, etc., was da gemacht wird, um die Mitarbeiter zu binden, ist ein ganz wesentlicher Bereich. Und natürlich das Thema Zahlungsausfälle, obwohl eigentlich die Lage gut ist und haben damit natürlich auch einzelne Unternehmen zu kämpfen und darüber kann man dann schnell zur Illiquidität kommen und dann ist man aus dem Rennen. So, was haben meine Studenten befragt? Das Thema Gefahr des Selbstständigkeitsverlustes des Handwerks als direkt am Markt beim Endkunden auftretender Partner ist ein Thema, das die halt auch so selber wahrnehmen. Das heißt gerade halt, wie schätzen Sie das Akquiseverhalten in der Zukunft aus, dass ich mehr über Partner bekomme, wird halt
immer stärker auch von den Handwerkern gesehen. Das sind Handwerker, die wir befragt haben, glaube ich, so um die 80 Stück, die da mitgeht. Ja, da oben steht es ja 82, die letztendlich teilgenommen haben. Das heißt, auch die selber sehen halt, dass sie teilweise nicht mehr so selber akquirieren. Das kommt natürlich immer stärker auch durch die Tendenz weg vom Einfamilienhaus hin zu großen Gebäudekomplexen, die dann ausgeschrieben sind und oder direkt vergeben werden und damit natürlich auch kein direkter Endkundenkontakt mehr stattfindet, sondern da einfach Leute dazwischen geschaltet sind, und das erleben die auch so. Obwohl sie ja eigentlich sagen, wir sind eher auf der anderen selbstständigen Seite unterwegs im Durchschnitt. Das kommt durch die Zunahme der Ausschreibungen. Die Wichtigkeit der Ausschreibung nimmt zu. Das kommt halt über diese Mehrfamilienhäuser. Da habe ich einfach mehr an Ausschreibungsvolumen und habe weniger an einem direkten Kontakt, Endkundenkontakt, wo ich dann halt natürlich eine andere Marge vielleicht auch realisieren kann. Und das drückt natürlich die Handwerker. Wenn es dann halt nur über den Preis geht, besonders. Was machen wir, um selbstständig zu bleiben? Homepage ist meistens vorhanden, ja. Also in der Befragung halt 2/3 ja. Wenn man dann fragt, machst du aber wirklich aktives Marketing, dann sieht man genau die gegenläufige Tendenz. Da ist es halt dann mehr oder weniger fast 3/4 sagt, das machen wir nicht, sondern wir leben halt von der Mund-zu-Mund-Propaganda. Nur wenn halt die Mund-zu-Mund-Propaganda in Zukunft digital stattfinden wird und ich dort nicht vertreten bin, dann bin ich auch nicht mehr angebunden. Damit bin ich dann auch nicht mehr präsent. Also von daher muss ich da halt schauen, dass ich da aktiv bin, was man dann wieder den Handwerkern letztendlich wieder zugute halten kann. Man macht sich Gedanken über die eigene Positionierung, die Fokussierung, eine klare Ausrichtung ist auch im Handwerk wieder angekommen, dass man sagt, wo wollen wir uns darauf orientieren, in der Mehrheit schon. Und da stehen natürlich, dominieren die Privatkunden, wo dann halt auch ein direktes Geschäftsmodell ist, wo man selber dann halt auch den Vertrieb mit übernehmen kann und vielleicht auch eine höhere Marge bekommt, deutlich im Vordergrund. Die öffentliche Hand ist natürlich nicht beliebt, ist klar, mit ihren langen Zahlungszielen und ihren komplizierten Abwicklungsmodellen ist dann nicht unbedingt der präferierte Partner. Und darauf fokussieren sich dann halt weniger Unternehmen, ganz klar. Das heißt, das ist angekommen, dass ich mich fokussieren muss, dass ich halt auch eine strategische Vorgehensweise haben muss. Ja. Die Materialwirtschaft in Eigenregie dominiert. Das heißt also, das ist fehlende Material, Störungen auf der Baustelle, Abwicklungsthematiken. Das ist da, wo natürlich Geld verbrannt wird, und bei diesem Geld verbrennen, da muss man halt sehen, sehr vielfach ist das halt selber gemacht, eigenes Lager für Verbrauchsgüter fremdverwaltet, die Seltenheit, wenn häufig in den häufigsten Fällen halt eigenes Lager ja, und natürlich auch in den Fahrzeugen, also zweistufig mindestens, mit Sondersachen für größere Baustellen, die man dann halt auch nochmal vorrichtet, wo man dann halt den Anhänger irgendwo in Baustellennähe hinstellt etc. Also solche Dinge sind da, aber trotz dieser mehrstufigen Lagerhaltung hat man kein Warenwirtschaftssystem, man hat keinen Überblick, was wirklich vorhanden ist aktuell. Und dann, wie mir es auch als Kunde schon häufig gegangen ist, ist der Handwerker da, und dann fängt er an zu suchen in seinem Wagen erstmal eine Viertelstunde, ne, weil das halt häufig unaufgeräumt sind. Meine Studenten gehen ja im ersten Semester immer bei den Handwerkern mit, machen eine Betriebsanalyse. Die Bilder sind halt schon bezeichnend teilweise und treffen dann auch die Kollegen, die dann teilweise hier zum Vortrag nochmal kommen und dann sich in Grund und Boden schämen. Aber nach einer Viertelstunde ist dann klar, es ist nicht da, und dann muss ich erstmal wegfahren, und damit ist dann nochmal eine gute halbe Stunde mit Kaffee trinken, dann häufig eine Stunde wieder letztendlich verbummelt, bis es weitergeht. Und diese Ineffizienzen will natürlich kein Kunde bezahlen. Und da sieht man halt, ich habe kein Warenwirtschaftssystem in der Hälfte der Fälle. Das heißt, ich weiß nicht, was vorrätig ist, und dementsprechend passiert das natürlich tagtäglich immer wieder. Und das ist natürlich ein Problem. Und im digitalen Zeitalter, wenn ich halt die Sachen halt habe, dann scanne ich die halt ab und dann bestelle ich halt sofort nach. Teilweise habe ich auch schon Handwerker da gehabt, die dann die Kleinmaterialien sofort auch mit auf das Protokoll mit draufgenommen haben und damit natürlich eine digitale Zeiterfassung, Datenerfassung haben, das durchgängig haben, und damit wird es dann effizient.
Und da sieht man halt auch bei der Datenerfassung ist digital halt schon teilweise da, aber in der Mehrheit noch nicht da. Manche machen es halt gar nicht. So, dann natürlich rechtzeitig bestellen, damit halt nichts fehlt und alles verfügbar ist, wird halt häufig nicht nach dem Auftragseingang gemacht, sondern kurz vor der Arbeitserledigung, also am Tag vorher. Und dann ist natürlich auch klar, selbst wenn der Händler gut sortiert ist, wird er nicht immer alles da haben. Und dann habe ich natürlich sofort das Problem, dass natürlich mein Tagesplan fürs nächsten Tag halt nicht funktioniert. Und trotzdem wird noch Zuverlässigkeit vor Kurzfristigkeit gesetzt. Das heißt also, mir ist dann eher als Handwerker wichtig, dass es wirklich dann die Aussage auch sicher ist und nicht gesagt wird, ja, wir liefern es dir morgen und morgen kommt es nicht an. Also der Handwerker ist dann natürlich, definiert immer noch das Ziel Zuverlässigkeit beim Handel als die Priorität hinein. Aber natürlich die Digitalisierung ist im Privaten angekommen, dementsprechend, was ich im Privaten mache, im Online-Shop einkaufen gehen, machen natürlich auch die Handwerker inzwischen hier mit den 32% im realen Leben in ihrem Handwerksunternehmen. Aber natürlich das Ganze dominiert noch nicht, ist eher ein kleiner Anteil noch. Aber der wird natürlich immer größer, was sie digital bestellen und was sie digital abwickeln. Da wird natürlich auch Unterschiede sein. Im Elektrobereich sind die Anteile signifikant höher als im Baustoffbereich. Der SHK-Bereich liegt genau dazwischen. Das hängt halt vom Produktspektrum ab. Und dementsprechend ist es aber noch nicht die Mehrheit. Was es meistens gibt, einen präferierten Hauptpartner im Großhandel. Ja. Und wenn man dann nachfragt, warum habe ich den, woher kommt die Präferenz? Dann wurde hier ganz klar gesagt, die Präferenz kommt hier dominant aus der schnellen, fehlerfreien Lieferung und natürlich, was eigentlich gleichzusetzen ist damit, dass ich irgendeinen Abholmarkt in der Nähe habe, wo ich dann halt noch im Zweifelsfall vorbeifahren kann und mir die Sache holen kann, weil ich ja zur Hälfte nicht vorneweg disponiert habe und dann halt das direkt brauche. Danach kommt der günstige Preis, aber es hilft mir nichts, wenn ich es nicht habe, dann hilft mir der günstige Preis nichts, weil ich dann halt ja blockiert bin und beim Kunden den Termin nicht einhalten kann und nicht produzieren kann, meine Sachen. Also aus der Sicht, wesentliche Strategien aus meiner Sicht sind die eigene Akquisition von Endkundenaufträgen oder faire Partnerschaften. So. Die GC-Gruppe macht es ja vor, dass ich inzwischen halt in der Ausstellung letztendlich Vorverträge mit den Endkunden abschließe und im Namen des Handwerkers versuche darüber halt dann über eine faire Partnerschaft, ist die Frage, ist die kurzfristig fair, ist die langfristig fair, das muss man natürlich sich fragen, für beide Seiten. Also ich habe die beiden Möglichkeiten als Handwerker, dann muss ich aber halt auch aktiv sein, wenn ich halt die eigene Akquisition. Sorgfältige Kundenauswahl ist vom Handwerk natürlich wichtig, damit ich eine pünktliche Zahlung bekomme, dass ich auch eine Marge generieren kann, dass ich gut überleben kann. Wer es jetzt zurzeit als Handwerker nicht schafft, der wird es, glaube ich, nie mehr schaffen. Dazu wichtig, in Zukunft immer wichtiger wird die effiziente EDV-Lösung, dass ich halt die Angebote dann halt nachher umwandle, direkt in Bestellung beim Großhandel, um damit die Ware zu bekommen und hinterher natürlich auf der Baustelle die Dinge dann zubuche, die Stunden und irgendwann dann automatisiert auch eine ordentliche Rechnung rausbekomme. Also diese Durchgängigkeit auch beim Handwerker ist für den, glaube ich, ganz wichtig, um einfach die Effizienz zu machen und natürlich auch seine Materialbestände halt darüber möglichst zu verwalten und zu besitzen und die Abbuchung dann zu bekommen. So. Die Frage ist, wo kriegt das her? Eigene Software kaufen wollen die meisten nicht, hohe Kosten, vielleicht halt auch vom Großhandel als Überlegung und damit ist er dann angebunden. Die Spezialisierung auf irgendwelchen einen Hersteller ist natürlich in den technikaffinen Bereichen ganz wichtig, weil ansonsten, wenn ich halt im Heizungsbereich die Heizung nicht besonders kenne und alles machen will und dann halt irgendwelche Fehler nicht verarbeiten kann, dann bin ich halt überfordert als Handwerker. Teilweise führt das halt auch zu gewissen Anbindungen. In anderen Bereichen ist es nicht unbedingt nötig. Und natürlich seine Mitarbeiter dann das Thema bleiben.
Kommen wir zum Großhandel. Das war eine Folie, die habe ich auf dem Festkonferenz 2014 dargestellt. Woher kommt es? Digitale Revolution auf der Kundenseite. Ich fühle mich noch als Digital Immigrant. Hier sitzen viele junge Leute, die sind Digital Natives. Das heißt also, es wird immer mehr über einen digitalen Kanal gesucht und da wird eingestiegen und wenn ich halt dort die Kunden nicht bekomme, dann gehen die halt auf einen anderen Kanal. Ich habe natürlich einen riesen Wettbewerbsumfeld über die Webshops, über Hersteller-Online-Shops, die vielleicht kommen, Plattformen, über Handwerkerkooperationen, die dann vielleicht direkt einkaufen und sich vielleicht sogar als Hersteller dann noch definieren lassen und damit direkt einkaufen, weil sie halt dann eine Vorfertigung aufbauen oder halt einen Direktvertrieb. Also wir haben ein Riesenumfeld, auch die DAI-Bereiche, die komplett inzwischen Baumärkte halt alles auch als Projekt anbieten und man kann sich es auch installieren lassen. Da nimmt der Wettbewerb zu. Umgehung des Großhandels, Direktbeschaffung von Bauunternehmen beim Hersteller, jetzt hier eine europäische Sache und da sieht man, dass halt der Anteil der Bauunternehmer, die direkt beim Hersteller einkaufen, relativ hoch ist. Das ist natürlich nicht das typisch deutsche Prinzip, aber natürlich muss man sich fragen, ab welchem Punkt wird sich dann eine Marktveränderung ergeben. Im Bereich Malerbedarf haben wir teilweise ja schon die zweistufigen Systeme, wo der Hersteller das macht. Im Heizungsbereich haben wir es teilweise auch. Mit der wachsenden Tendenz zu Vollsortimentern im Sanitär- und im Elektrobereich ist natürlich auch ein Risiko verbunden, dass die irgendwann mal halt sagen, wenn der Großhandel mich immer abstraft, weil nur die Eigenmarken vermarktet werden, muss ich halt andere Wege gehen. Wodurch die Chance, das zu machen, halt in Zukunft zunehmen wird. So, was haben die Studenten befragt? Wo ist der letzte größte Wettbewerb? Wo wird der gesehen vom Großhändlern? Und da fällt auf, dass einige Amazon gar nicht auf der Rechnung haben als Wettbewerb und andere den als Hauptwettbewerb inzwischen sehen. So. Auch wenn natürlich mehrheitlich noch Online-Shops und andere Großhändler dominieren, ist eigentlich klar, da ist die Schlange, die vielleicht die vielen Kaninchen, die rumhoppeln, dann letztendlich fressen wird. Und manche haben es begriffen, dass da vielleicht halt auch das kommt. Wobei ich glaube, durch einen Omnichannel-Ansatz wird Amazon, solange die letztendlich nur auf ihrem Online-Plattform bleiben, nicht wirkungsvoll Wettbewerb spielen können. Aber auch da sind die natürlich dabei, Schritte in andere Richtungen zu gehen und dann wird es gefährlich. Also da sieht man, wie weit vielleicht auch vom digitalen Denke manche halt jetzt bei der Befragung waren oder nicht waren oder wie das halt auch gesehen wird. Ja, Omnichannel-Ansatz, und das ist ja das, was dann halt das Ganze, den Angriff verhindert, ist, dass man halt eben auf allen Plattformen unterwegs ist, dass man die digitale Welt bedient, dass man eine Niederlassung hat und dass man Außendienste hat, der Coach, der letztendlich berät, der Problemlöser ist, der Probleme auch dann mal aufnehmen und abwickeln kann. Und dadurch kann man dann halt auch versuchen, das zu machen. Wo kommen die Bestellungen her? Es gibt inzwischen halt auch 19, die sagen, das meiste geht über online. Das wird natürlich eher im Bereich halt jetzt bei den Befragungen sein über Elektrobereich. Andere werden natürlich die 39, das ist der klassische Bestellweg. Der klassische Weg dominiert noch. Und natürlich kommen auch manche direkt in die Niederlassung und tun irgendwas dann abholen und den Abholmarkt. Aber das heißt, noch dominiert der klassische Weg, aber das wird sich auf jeden Fall ändern. So. Wo geht's hin? Es geht halt häufig hin, dass ich liefere zu den Handwerkern, danach kommen die Baustellen, dann kommt die Abholung. Gefühlt jedenfalls von der Bedeutung her, vielleicht von der Anzahl her, vielleicht sogar noch anders. Was ist die Stärke des Großhandels?
was halt dann bei den Online-Shops nicht der Fall ist. Ich habe ein Kreditvolumen, die Finanzierung der Kunden ist ein ganz wesentlicher Vorteil. Viele Handwerker werden gar nicht wechseln können, weil sie einfach das nicht vorfinanzieren können. Und damit sind sie natürlich gebunden. Das ist natürlich eine Sache. Wo ist das Wichtige aus meiner Sicht für die Wirtschaftlichkeit? Das ist die Margensicherung. So, Margensicherung über differenzierte Preise. Das heißt also, je nachdem, wie viel Dienstleistung der Kunde benötigt, wie er sich selber organisiert, wie er einkauft, dementsprechend müssen die Preise sein. Wenn er halt nur online einkauft und nichts anderes an Dienstleistungen will, dann muss ich mehr oder weniger auch im Online-Kanal mitspielen können, vom Preisniveau her. Dann kann ich natürlich nicht halten, wenn der riesige Dienstleistung mit Schulung und Berechnungen und weiß ich nicht, was halt letztendlich in Anspruch nimmt, Software etc. Das heißt also, an der Stelle muss ich einfach ein differenziertes Preismodell haben. Und die allgemeine Aussage, jeder bekommt entsprechend seinem Einkaufsvolumen dann eine Rabattierung, das wird natürlich schwierig werden. Natürlich, weiteren preispolitischen Maßnahmen gehen natürlich in die Menge, also kleine Bestellungen, vielfach Transporte müssen halt bestraft werden, Frachtfreigrenzen, Mengenrabatte, Mengen müssen halt letztendlich belohnt werden. Die eigene Organisation, wenn er eine Lagerhaltung hat, muss es halt anders sein, als wenn er halt kurzfristig bestellt. Was sind die Dienstleistungen, die derzeit angeboten werden? Was erkennt man dort? Die klassischen Dienstleister, natürlich Online-Shop. Ein Händler ohne Online-Shop ist fast heute kaum mehr denkbar. In vielen Bereichen, im Baustoffhandel vielleicht noch, in anderen überhaupt nicht mehr. Die Angebotsausarbeitung, kommissionierte Lieferungen, Ausstellungen, Schulungen, alles wichtig. Was relativ schwach hier wegkommt, ist bisher EDV-Systeme mit Anbindung etc. Da haben wir relativ wenige was. Und da ist natürlich ein Riesenpotenzial noch. Einmal die logistische Anbindung, da haben wir noch teilweise Schwächen mit Baustellencontainern und weiß ich nicht was. Plus halt die Online-EDV-Anbindung und die Durchgängigkeit zu schaffen und Dienstleistungsangebote an der Stelle zu bieten. Und das wiederum zeigt sich dann an, was plant man, und da sieht man halt, bedeutend ist, wichtig ist, dass halt diese EDV-Angebote zunehmen werden. EDV-Systeme mit Anbindung wollen 41% machen, und ich glaube, das ist auch der ganz klare Weg. Wenn ich das nicht anbiete und da nicht eine Durchgängigkeit bekomme und in Richtung Lagermanagement, in Richtung der Logistikschiene, dann werde ich halt nicht erfolgreich sein in Zukunft. Dann an der Stelle EDV-Anbindung werden sich die kleinen Handwerker nicht an 10 Systeme anbinden können. Der Große schon, der hat eine eigene EDV-Lösung, der kann sich anbinden, der Kleine nicht. Den werde ich darüber im Zweifelsfall 100% fangen können und letztendlich anbinden können. Also wichtig, effizientes Omnichannel-Management, weil das ist die Wettbewerbssicherung gegen die Digital-Player, die auftauchen, und damit kann ich mich wehren. Starke Eigenmarken ist natürlich ganz klar, weil natürlich da die Marge anders ist. Wenn ich es aber übertreibe, dann verliere ich irgendwann die Hersteller. Das muss ja auch klar sein. Im Zweifelsfall tue ich mir, wenn ich den Ast nur noch mache, den anderen Ast absägen. Sortiments- und Finanzierungsfunktion ist wichtig, Logistik ist wichtig, Lagermanagement für den Handwerk, dem das mundgerecht zu machen, er muss es dann aber auch bezahlen. Und natürlich dieses Dienstleistungsangebot, digitale Anbindung und darüber die Sachen, die Handwerker zu binden, weil sie dann halt nur dann eine Durchgängigkeit bekommen, nur dann eine Effizienzsteigerung, wenn sie halt mit mir ausschließlich zusammenarbeiten und dann halt über ein vernünftiges Gesamtkonzept mit Preisen halt gebunden werden und nicht mehr beim einzelnen Preis dreimal nachfragen und dann teuer machen, meine Abwicklung teuer machen, dann werde ich effizient werden. Ich glaube, da liegt einfach die Zukunft, und wer die verschläft, verschläft, glaube ich, dann den Markt und damit halt eine differenzierte Preispolitik auch in den entsprechenden Dimensionen. So, kommen wir zum Bereich Bauzulieferer, der Hersteller. Wie sieht's da aus? Wo ist die Wichtigkeit? Natürlich, die Großhändler sind ja weiterhin der wichtigste Vertriebskanal, aber es gibt natürlich auch Einzelne, da dominiert der Direktvertrieb an den Handwerker und steht an erster Stelle. Was sind die Gefahren? Ganz klar der Preisdruck. Preisdruck durch internationalen Wettbewerb. Im Baustoffbereich weniger als im Elektrobereich.
Je nachdem, wie die Transportkosten halt anfallen, da ist halt dann direkte Unterschiede. Aber das drückt natürlich die Preise. Ausländische Billiganbieter, die auf den Markt drängen, drücken die Preise. Veränderte Vertriebskanäle. Ich muss die ganzen Vertriebskanäle irgendwie bedienen. Wenn ich gewisse Dinge halt komplett weglasse, nur auf einem Pferd sitzen bleibe und die anderen verliere und das Pferd geht unter, dann habe ich, oder setzt halt auch auf Eigenmarken, dann bin ich halt nicht mehr auf dem Markt. Da wird halt einfach eine Gefahr sein. Neue Technologien, ganz klar. Ich muss innovativ bleiben, dann bin ich attraktiv. Thema halt Logistikanbindung, BIM-Daten und so weiter. Diese Themen werden einfach ganz wichtig werden. Ich habe natürlich ganz neue Bereiche und das Thema Personal wird auch eine Rolle spielen, wie derzeit überall. Es gibt zwei perspektivische Strategien, Komplettanbieter, Nischenanbieter. Hier in der Befragung haben sich 50% jeweils in das eine oder das andere reinklassifiziert. Strategie von Nischenanbietern kann dann gehen, entweder in den Fokus Produktivität, reiner Fertiger, Eigenmarkenfertiger, die Handelsunternehmen brauchen ja auch da jemanden, der sie beliefert. Dann setze ich nur darauf, habe dann natürlich überhaupt keine Kosten in dem anderen Bereich. Oder ich setze auf Innovation, auf Exklusivität, Dornbrach zum Beispiel, internationale Marke aufzubauen etc. ist natürlich das Risiko, wenn ich zu klein bin und das nicht schaffe, dann gehe ich auch unter. Was dominiert von den Investitionen her bei den Herstellern? Und da sieht man, beide Dinge sind eigentlich gleichwertig. Produktion technisch, Produkte, innovative Produkte technisch und Automatisierung in meiner Fertigung. Und die beiden Dimensionen sind relativ gleichwertig. Eigenmarken für den Handel fertigen schon relativ viele, viele aber auch nicht. In vielen Fällen ist dann der Handelseigenmarkenanteil aber auch relativ niedrig, aber die Gefahr ist natürlich, dass ich, wenn ich da anfange, dann irgendwann gar nicht mehr anders kann und der andere Teil sich nicht rechnet. Das sind die in der Mitte letztendlich dazwischen hängen. Da muss ich halt sagen, ist ein Risiko, dazwischen zu hängen. Die Strategie der großen Markenhersteller wird ganz eine ganz andere sein. Marke, Marke, Marke. Über die Marke dann auch erfolgreich zu sein, vielleicht halt auch die Handwerker zu der eigenen Marke zu machen. Warum treten manchmal die Handwerker dann halt auch mit dem Industrieunternehmen gemeinsam auf, repräsentieren das Industrieunternehmen, repräsentieren die Marke, sind damit Botschafter, sind damit vertriebsarm. Und damit machen sich natürlich die Hersteller unabhängig vom Großhandel. Was die dann natürlich fürchten müssen, wenn sie zu sehr auf die Eigenmarken setzen. Ein digitaler Markenaufbau ist natürlich da ganz wichtig, dass die Endkunden nachfragen. Wenn ich da bei den Endkunden, der sagt, die Marke möchte ich, da habe ich mich informiert und das ist es, dann kann der Großhandel ja auch nicht ganz gar nicht anders, als das im Sortiment zu haben. Natürlich Themen Innovation und Vorfertigung. Vorfertigung wird in einigen Bereichen eine Rolle spielen. Da kann ich natürlich auch darüber mich differenzieren und vielleicht halt auch die Klaviatur spielen und darüber natürlich den Handwerkern auch das Leben leicht machen. Also die Marke ist das ganz Entscheidende. Nur die wahrgenommene Marke reduziert die Abhängigkeit letztendlich vom Großhandel und dann darf ich halt nicht nur über die klassische Markenwirkung über Großhandel und Handwerker gehen, sondern ich muss dann halt auch beim Endkunden präsent sein und das sieht man, das sind hier eher die wenigeren, die halt wirklich in Richtung Endkunde ganz massiv letztendlich agieren und damit natürlich auch eine ganz andere Markenpräsenz hinterher bekommen, einen anderen Pull-Effekt. Was man auch sieht, das persönliche Marketing dominiert noch, die digitale Marketing ist immer noch ein Potenzial, dort wahrgenommen zu werden und darüber halt auch das Ganze zu machen. Events, Messen sind halt das noch das Größte, ja, aber halt die anderen Dinge sind wichtig und für die Vorinformation. Das umfassende Dienstleistungsangebot ist eine Notwendigkeit und gleichzeitig eine Chance der Differenzierung, ganz klar. Die Handwerker benötigen Dienstleistung, weil sie halt heute operativ tätig sind und Innovation irgendwie auch aufnehmen müssen, verarbeiten müssen. Und das geht halt auch nur über diese Dienstleistungsangebote mit Schulungen und Einbauvideos.
Als Privatperson, wenn man irgendwas zu Hause machen will, geht man heute auch ins Netz und findet schöne Videos und kann die sich anschauen und versteht dann. Und dann kann man sagen, kann ich oder kann ich nicht, hab die Sachen nicht. Und damit wird auch häufig der Handwerker, wenn er heute nicht weiter weiß, einfach in sein Smartphone hineinreden und fragen letztendlich, sag mir mal, wie das geht. Und wenn er halt dann weiß noch, bei irgendeinem Hersteller bekommt er die richtigen Informationen, dann wird er halt auf die Plattform gehen und wird dort halt besonders fragen, weil er da weiß, da ist er effizienter, als wenn er halt eine riesen Suchliste bekommt und dann doch nicht das Richtige bekommt. Und darüber kann er natürlich dann Handwerker binden und das ist eine Chance der Differenzierung. Dann wird auch als Chance bewertet, ganz klar, dass das wichtig ist für den Markterfolg, diese Dienstleistung auch vom Hersteller aus. Also ganz klar wichtig, also die Hersteller, klare Positionierung, klare abgeleitete Strategie. Wo will ich hinein? Wenn ich in die Nische bin, Produktinnovation oder Produktionseffizienz. Die Produktionseffizienz kann ich natürlich auch als Innovator letztendlich nur kurzfristig vernachlässigen, weil langfristig muss die auch einigermaßen stimmen. Die großen Hersteller werden über die starke, bekannte, nachgefragte Marke gehen und versuchen halt über die Endkunden, digitale Endkundenwerbung auch die Kunden dort abzufischen, damit sie halt nicht vom Großhandel auf die Eigenmarken gepolt werden. Erfolgreiche Vermarktung, Vorvermarktung für die großen Projekte ist natürlich ein ganz weiteres Thema. Also da ist natürlich, wenn ich beim Planer drin bin, wenn ich bei den BIM-Daten drin bin, dann kann ja keiner mehr dran vorbei, weil es so ausgeschrieben wird. Also dieses Thema große Objekte ist natürlich nochmal eine ganz andere Vermarktungsschiene, die man sehen muss. Natürlich werden auch dort die, die solche Bauten machen, natürlich dann die starke Marke bevorzugen, weil sie damit natürlich auch eine andere Wertigkeit und einen anderen Preis erzielen können. Und von daher ist dieser Markenaufbau auch dort natürlich nicht ganz unerheblich. Und natürlich die Chancen von Omnichannel-Vertrieb nutzen. Da wird mal, werden die auch nicht dran vorbeikommen. So, ich habe das Ganze jetzt mal ein bisschen zusammengefasst und ich hoffe damit, dass ich noch einigermaßen in der Zeit bin. Mit diesen die drei Aspekte hier in Richtung der Strategien. Wir sehen hier eine ganz klare Rivalität zwischen Hersteller und Fachgroßhandel, einfach teilweise am Markt, die dann natürlich entsteht durch diese Gefahr der Eigenmarken vom Hersteller aus, dass man da natürlich sagt, ja, da ist halt einfach ein Spannungsfeld. Der Handwerker zurzeit ist in einer glücklichen Situation, er ist ein begehrter Partner, ganz klar, weil er der Engpass ist in dem gesamten Spiel, in der gesamten Kette derzeit und wahrscheinlich auch bleibt an vielen Stellen. Weniger in den unqualifizierten Bereichen, wo ich geringe Qualifikationen beim Handwerker brauche. Extrem in den qualifizierten Tätigkeitsbereichen, weil ich dort halt auch ja, Meistervoraussetzung noch gegeben ist, um überhaupt einen Betrieb aufzumachen. Und damit natürlich auch, dass viel geregelter ist als bei dem Trockenbau, wo dann halt jeder das Unternehmen aufmachen kann und auf dem Markt auftreten kann. Ja, und natürlich muss man dann auch wieder sehen, wir haben diese Bedrohung hier beim Hersteller durch die ausländischen Wettbewerber, die natürlich nach Deutschland auch reindrängen. Ich muss schauen, dass ich halt als Marke wahrgenommen werde, damit ich halt auch vom Fachgroßhandel nicht mit mir gespielt werden kann, dass ich ein Gegengewicht auch wirklich bin. Ansonsten dominiert natürlich der Fachgroßhandel. Und da gibt es natürlich inzwischen die Tendenz, die eigenen Eigenmarken so darzustellen, als wären es Herstellermarken. Wenn Sie in einer Ausschreibung von einem großen Fertighausbauer lesen, wir verwenden nur renommierte Herstellermarken und dann tritt da Vigor letztendlich, wird dann genannt als im Sanitärbereich als exklusive Herstellermarke, dann haben die was geschafft. Das ist dann natürlich erfolgreiches Vermarkten von der Eigenmarke hier in dem Fall.
Und das natürlich bundesweit damit. So. Also da ist die Sache, natürlich der Fachgroßhandel wird zerrieben durch die verschiedenen anderen Wettbewerber, den E-Commerce-Bereich, den DAL-Bereich und so weiter, die halt einfach auch versuchen, ganzheitliche Projekte zu machen und damit natürlich den Handwerker auch zu umwerben und wegzunehmen an gewissen Stellen. Und der mobile Generalist, der letztendlich nicht irgendwo eingeschrieben ist, der wird ja von Ihnen teilweise als Fachhandel auch gar nicht zugelassen. Dann kauft er natürlich irgendwo anders, ne? Und kauft dann halt online oder halt beim DAL-Bereich und kriegt dort alles für sein Projekt. Er macht ja auch alles, auch wenn er es nicht darf. Und damit geht natürlich Umsatz verloren. Ich als Endkunde werde nicht unbedingt die Zulassung bei einer Handwerkskammer dann abfragen. Ich bin froh, dass mir jemand mein Problem löst. Ne? Der Handwerker, der muss natürlich schauen, dass er durchgängig wird, dass er effizient wird, weil er natürlich auch zu kämpfen hat, nämlich mit dem Zunahme vom Fertighausbau, was natürlich in dem Bereich ihm Marktanteile wegnimmt. Und natürlich neue digitale wie Thermondo oder Bannova, die halt eine digitale Abwicklungskette selber bekommen und teilweise auch dann die eigenen Handwerker rausschicken und nur noch eigene Handwerker haben und damit natürlich ein direkter Wettbewerb wird. Und da ist der Preisdruck dann da, weil der Endkunde dort halt digital abgeholt wird, digital bedient wird, schnell bedient wird und ein günstiges Angebot bekommt und damit natürlich auch zuschlägt. Besonders wenn dann noch die Bewertungen hinterher, dass es gut funktioniert hat, stimmen. Also von daher, jeder hat sein Problem. Jeder muss sich anstrengen, aber das ist halt der Markt. Und das ist auch gut so, weil damit geht man in die Zukunft weiter und bleibt innovativ. Und das ist natürlich jetzt mit dem Umbruch ins digitale Zeitalter mehr denn je notwendig. Gut, und damit bin ich eigentlich auch an meinem Ende. Herzlichen Dank.